Oh, ich hab keinen Bock. Ich bin die Training-Sessions gefahren und bin eigentlich übelst schlecht. Ich habe auch an meinem Controller was verändert. Ich habe gemerkt, der hat, na, wie heißt denn das nochmal? Joy-Con-Drift-Problem. Hat einfach nach links gelenkt, rechts gelenkt, obwohl ich gar nichts eingegeben habe. Oh, ich hasse diese Strecke. Diese Stelle hier ist so blöde, Alter. Setz dich da mir weg. Jetzt hier, oder? Was? Ich war die ganze Zeit Vierter. Was ist jetzt los? What the fuck? Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Das ist Plätze. so unfair. So unfair. Weiß, ob ich wieder den Undercut machen möchte. Overcut. Will ich erstmal benennen. Ich finde ja. Aber wo waren das nochmal? Kann man, glaube ich, nur im Menü, oder? Wollte mich der Wolf nennen, das ist besser. Der Wolf auf der Jagd nach Punkten. Ja, wie mache ich es jetzt? Soft oder hart? Ich glaube, ich beginne diesmal mit Soft. Der Overcut hat nicht funktioniert. Der Strecke ist all vor allem scheiße. Stefan Römer ist. Okay, Strategie. Wie sieht's aus? Kann man machen, ja. Oder auch nicht. Oh, so besser. Hauptsache keine harten zum Start. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Die alle gefühlt Soft haben. War das vielleicht doch ein Fehler? Na, mal schauen. Hinter mir Alonso Ocon. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Das Qualifying war besser als in Miami. Trotzdem liegt mir die Strecke überhaupt nicht. Ich hatte halt Glück. Müsste auch bald mal Teile wechseln. Das war davon Flügel. Das war davon Flügel.
Vor allen Dingen hier, ich finde das so scheiße hier. Die Ideallinie ist so kacke gemacht. Naja, mal schauen. Hauptsache, ich behalte erstmal meinen Platz. Dann kann ich die vor mir undercutten. Am Ende mit besseren Reifen. Haben alle hart. Ich hab weich. Einholen. Beziehungsweise haben die vielleicht auch Medium. Oh, Verstappen war trotzdem erste Startreihe. Gut geparkt. Jetzt müssen wir beim Start nur noch gut wegkommen. Behalt die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Ich mach gleich Überholen an. Die Energie brauche ich. Oh, er kommt besser weg als Hamilton. Das ist gut, das ist gut. Ey, das gibt's nicht. Fick dich. Nicht zu greedy sein, nicht. Oh. Ey, sag mal, Verstappen, was ist das denn? Ich darf nicht zu schnell fahren. Ich? Oh, ich fahre ja auch wie eine gesenkte Sau. Egal. Schön, dass Russell for Science ist. Ja, da merkt man halt, wer Scheißreifen hat. Der ist an mir dran. Oh, Sainz, Alter. Kurve habe ich schlecht genommen, deswegen muss ich jetzt mal die Batterie anschalten. Okay, ich sollte es eigentlich haben. Hamilton kann mich nicht einholen, die Runde. Ocon ist hinter mir. Was ist mit Hamilton los? What the fuck? War ich das? Hihihi. Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Warum ist er schneller als ich? Ich habe einen Red Bull. Weg von meiner Ideallinie. Die Einstellungen haben doch was gebracht. What the fuck? Stehen. Ich fahre immer noch manchmal so ein bisschen schlecht hier, aber... Huch. Aber... Ist besser als im Training. Im Training habe ich nämlich nur Zocker gespielt, ne? Nee, nicht Zocker. Pinball. Ball gegengestoßen. Mann, ich brauche meine Batterie, um mich gegen Ocon zu verteidigen. Das ist schlecht. War ich eigentlich für was anderes. Für nachher, wenn der DRS aktiv ist. Das
DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Wieso ist denn der Typ so schnell? Oder bin ich etwa einfach nur zu langsam? Ja, hier komme ich halt immer zu weit raus. Und die Kurve ist schlecht. Und hier extrem viel Zeit. Meine Energie nur noch, Batterie nur noch bei 50%, das ist echt scheiße. Fick dich, Alter. Das ist die ganze Zeit passiert. Diese Kurve ist auch ganz wichtig. Die Scheiße genommen zu haben. Warum? Nee. Du überholst mich nicht, Freundchen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,6 Sekunden. Wird ja immer mehr. Ich dachte, du bist ein Ehrenmann, Ocon. Aber nee. Schubst mich ja einfach weg. Mann, die Kurve habe ich echt scheiße genommen. Aber es ist ja so wichtig, so fette Punkte. Der lernt es aber auch nicht mehr, ne? Oh Gott. Ja, denn DS bringt dir gar nichts. Oh, ist schon schwierig so eine Strecke hier. Okay, Abstand zum Teamkollegen 9,8 Sekunden. Ja, mal mehr. Junge, was machen die? Die fahren aber nächste Runde an die Box. Oh, jetzt habe ich die Passage hatte ich gut genommen. Oder die haben irgendwas verloren, kann ja auch sein. Hauptsache, er bekommt im nächsten Teil kein DRS, dann bin ich alles gut. Was? SC-Marke? Okay. Achso, das ist die super Sportwagen. Oh, der Victor war scheiße. Aber er wird kein DRS bekommen. Meine Batterie ist auch so gut wie am Arsch. Es war wichtig, dass er kein DRS bekommen hat. Oh, wichtig jetzt. Max ist in der Boxengasse.
Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 8,3 Sekunden. Ja. Hatte sich einfach meine Strategie gesnackt. Max ist an die Box gefahren. Max ist jetzt an der Box. Schon wieder? What the fuck? Kann nicht sein. Die hinter mir aber auch nicht langsamer werden. Das war hart an der Grenze. Ja, dieser Streckenabschnitt ist immer schlecht bei mir. Der letzte. Hier komme ich auch nicht so richtig auf Top Speed. Den der Ferrari hat. Hätte ich doch Ferrari genommen. Sainz ist in die Boxengasse abgebogen. Sainz jetzt in der Boxengasse. Oh, erster Führungsrunden mal wieder. Schön. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,1 Sekunden. Nur? Oh. Ich hätte gehofft, das sind mehr. Verstappen vor Leclerc. Schön. Ich opfer mich wahrscheinlich fürs Team. Muss ja. Also, eine Punkte komme ich definitiv, aber. Was habe ich mehr bekommen? Der Sieg kann es schon mal nicht werden, würde ich sagen. Wenn wir nicht so einen dummen Fehler hier machen. Nochmal schön die Batterie aufladen und dann. Geht's ab. Nicht schon wieder, was ist denn da los? Gibt es ein Safety Car? Hoffentlich. Habe ich die überhaupt aktiviert? Weiß ich gar nicht. Noch eine Runde. Oder ich bleibe ein bisschen länger draußen. Oh, die Reifen lassen schon extrem nach. Ich kann mich nicht mehr so fahren wie vorher. Scheiße. Ja, ob das so smart war? Gelbe Flagge. Safety Car? Ja, aber ganz schön offensiv. Ach komm, ist jetzt, oder? Okay, alles klar. Ja, die Frage ist, ob die Runde danach nochmal gelb ist. 5 Runden halten die roten nur. Ich darf diese Runde noch nicht, scheiße. Ich glaube, ich warte sogar noch lieber eine Runde ab. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt für dich offen. Boah, fuck, Alter, die Reifen lassen schon extrem nach.
Das merkt man. Die sind hinter mir. Neben mir am Poppes. Aber ich schaff das. Oh, das war jetzt richtig schlecht. Sag mal. War jetzt irgendwie unfair, aber egal. Irgendwie Verstappen DRS geben und dann zur Seite fahren. Komm, gönn dir. Nice. Ey, das gibt's nicht. Nice. Jetzt muss ich einmal nur so fahren, wie er sonst auch immer. So habe ich es jetzt nicht gemeint. Er zieht von dannen. So, ich habe jetzt die benötigte Zeit gegeben, um das Rennen zu gewinnen. Hab den Perez 2.0 gemacht. No, that's my... Oh, no, no, no. No, Michael, no, this is so not correct. Fuck. Harte Fights gegen Leclerc, aber egal. Kriegt DRS ja nicht. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, ich komm nicht ran. Er ist trotz DRS, trotz meinem DRS schneller als ich. Naja, egal, ich habe ihn ordentlich aufgehalten, das war mein Ziel. Also ich habe mal getestet. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, deswegen komme ich jetzt rein. Fuck. Oh, das war super, glaube ich. Der Stopp war langsamer als geplant, weil du zu spät eingebogen bist. Ja. Dann haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Super Strategie, Leute. Frag mich, ob es ja auch so ist, wenn man frische Reifen hat, dass die dann einfach scheiße sind. Verstappen führt das Rennen an. Ist wichtig. Wichtig wäre auch Vierter zu werden, wäre toll. Aber Fünfter ist auch in Ordnung. Bisschen Batterie sparen. Ich krieg die anderen eh nicht mehr ein. Ja, ich muss eigentlich auch Teile wechseln.
Nicht, dass noch irgendwann mal irgendwas kaputt geht und dann. Ne? Wäre vielleicht ein gutes Rennen versaut. Ja, ich war nur nicht so gut, weil meine Teile alt sind. Darum muss es gelegen haben. Oh, fuck, Alter. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So wird's nichts mit Science einholen. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,0 Sekunden. Ja, die wächst, das ist gut. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,8 Sekunden. Das wird nichts mehr. Ich sehe, dass es wieder wächst. Obwohl ich rote habe. Aber nur traurig irgendwie, aber egal. Ich glaube, jetzt kommt wieder mein Sektor. Den kann ich gut eigentlich. Das Science nicht so gut. Komme ich wieder ein bisschen näher ran. Und dann versorge ich mir das hier wieder. Ich da bremsen muss selber. Aber diesmal läuft es eigentlich ganz super. Jetzt bin ich zu weit außen. Ja, ja, passt schon. Naja. Kurzzeitig waren es mal unter 11, aber. Wird sich jetzt einpendeln. Besser wird's eh nicht. Egal. Außer es hält noch mal jemand aus. Ich teste nachher auf jeden Fall, gucke ich noch mal, nicht testen, gucken, wie ich Safety Car anhab, weil das ist eigentlich ganz geil. Ja, jetzt sind es wieder 11, eine Sekunde pro Runde. Jetzt sind es wieder mehr. Ich die Kurve einfach nicht kann. Kann sich so eine Strecke wie den Babypark geben. Ach, Babypark ist einfach eine geile Strecke. Jetzt einfach nur geradeaus, Kurve, geradeaus, Kurve, geradeaus, Kurve. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ja, passiert nicht mehr viel. Da habe ich am Anfang zu viel verloren. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, dann spare ich jetzt, würde ich sagen, ein bisschen Teile und fahre nicht so schnell. Ich habe ja ordentlich Platz nach hinten. Batterie okay, ist auch gut. Wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Okay. Heißt, ich werde den wechseln. Abstand zum Auto vor dir beträgt nice. 12,3 Sekunden. Wuhu, Teamkollegen zum Sieg verholfen. Na, ich hätte doch Ferrari nehmen sollen. Aber ich mag Sainz mehr als Perez, deswegen habe ich eigentlich eher Red Bull genommen. Den ersetzt man dann ja. Beide Teams sind einfach nur geil. Okay, nehme ich mit. Platz 5. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende.
Ordentlich Punkte. Immerhin. Yuki Tsunoda. Interessant. Red Bull hat heute alle Register gezogen. Ein großartiger Sieg. Was denkst du, Stefan? Wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Das Teamkollege. War ein echter Teamsieg. Ja. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Mhm. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Ja. Nice. Wo bin ich? Och Manu. Bin da nicht dabei. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Der Vorsprung des Führenden der Rangliste hat sich heute etwas verkleinert. Nice. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Ich würde sagen Yuki Tsunoda. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Ja, Platz 15 ist in Ordnung. Die Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches... Sind auch gut weit vorn jetzt. Ja, ja, das kriege ich noch hin. Ich werde dich noch einholen. Schade. Nee, werde ich nicht. Boah, ich weiß aber ja nicht. Ich glaube, ich habe nur 3 Motoren. What the fuck? So, jetzt erstmal. Ne? Audio. Der Wolf. Das ist cooler. Wolf? Wolf? Doch der Wolf? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Na gut, ne? 76 reicht noch. Muss ich noch nehmen? Ist das besser? Triebe. Aller. Warte mal, es gibt 22 Rennen. Alle 6 Rennen. Also 6 muss ich noch machen. Da wird die Triebe gewechselt. So, dann Teile verbessern. Nehmen wir erstmal 6. 3. 6, 6. 8. Die 8 muss ich mitnehmen. Ich will erstmal wissen, wie weit hinten wir sind. Wo sieht man denn nochmal die Teams? Muss ich dafür das auswählen oder was? Ja. Okay, müssen wir eigentlich machen. Leider erst nach Sperren hier fertig sein. So, dann haben wir noch 800. Wo müssen wir aufholen? Ich glaube, ERS-Kühlung ist besser. Wir wollen aber nicht zu schnell alles machen. Langsam, gechillt. Gibt wieder 2 Verbesserungen. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja. Würdest du dir das hier kurz ansehen? Okay. Ja. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Tut mir leid, aber... musst du das tun. Oh, jetzt können wir wieder Fettteile kaufen. Für 400. 600 meine ich doch. Mathematik, ey. Ah, reicht nicht. Knapp daneben ist auch vorbei. Ne, schade. Hat mir mehr oft. Ja, dann in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Spanien. Barcelona.
Vielleicht will ich dann neue Teile installieren. Mal gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.